Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming und zwar mit einem weiteren Kapitel zu der Hobbs Hollow Karte, dem Let's Play, das wir hier haben, wo wir eine Kooperative leiten hier in Idaho und zwar gesponsert unter anderem natürlich von John Deere. Wir werden hier sehr viele John Deere Maschinen sehen, die aktuellsten, die ältesten, die innovativsten und so weiter sind hier vertreten. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, dass wir Feld 12 gemulcht haben. Wir haben auch dahin alle Gerätschaften bereitgestellt, um weitere Aufträge von Herrn Ortega zu erfüllen. Das heißt, wir stehen bereit am Feld 51, um die Ernte zu beginnen, hier Hafer zu ernten. Und auch haben wir das letzte Mal den einen Helfer schon mal ans Feld 6 gestellt, wo er jetzt dann mulchen wird. Derweil wir natürlich auch schon anfangen können, das Feld 12 zu kalken. Das heißt, ich würde ohne weitere Zeit zu verlieren gleich anfangen. Gebe den Auftrag an Feld Nummer 6, gebe den Auftrag zum Kalken und dann gehen wir und werden das die 51 dann erstmal auch abdreschen und natürlich dann abfahren und so weiter. Ein Problem, das ich gesehen habe, ist, wir haben drei Aufträge angenommen mit derselben Fruchtart. Das heißt, und leider ist das System nicht intelligent genug, herauszufinden, für welches Feld wir dann jeweils die Frucht abliefern. Deswegen werden wir diese sammeln, also alle drei Felder zusammenlegen und alles zusammen sammeln. Das heißt, dass wir danach im Prinzip die Menge dann abliefern können, sobald wir von allen drei Feldern alles bekommen haben. Das heißt, wir müssen hier einfach ein bisschen anders arbeiten. Schauen wir mal, ob das klappt und dann werden wir sehen. Okay, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, wir legen los. Wir stellen die Zeit jetzt wieder auf dreifach oder zweifach, weil wir ja immer noch im August sind. Und danach würden wir die dann die Zeit auf dreifach stellen, weil wir auch drei Tage pro Monat haben. Wunderbar. So, das ist mal die Sache hier. Ich würde sagen, wir legen gleich los hier, damit wir ja alle Zeit nutzen, die wir haben. Wir werden auch drauf gucken, wer welcher Helfer da an welchem Feld arbeitet. Wir werden jetzt hier in den Kalker einsteigen, glaube ich, das ist der hier. Das ist der hier, einsteigen und dann schauen wir mal hier zurück. Okay, okay, wunderbar, willkommen Jochen. Der Jochen ist am Mulchen auf dem Feld 6, also der Helfer Jochen ist hier auch vertreten. Der macht das Feld 6, das ist hervorragend. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen hier. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, was genau die Streuweite ist, dieses Streuers, das heißt 30 Meter, aber das ist für Dünge gedacht. Ich werde es jetzt hier mal auf 18 Meter einstellen und dann schauen wir mal, ob das klappt, circa mit den Bahnen. Wenn wir hier einen neuen Helfer ansetzen, und zwar müsste ich kurz gucken hier wegen dem Kurs. Haben wir hier Feld 12, das heißt, ich würde hier mal alle Mulchaufträge löschen. Eintrag löschen. Eintrag löschen. Und damit erstellen wir einen neuen mit den korrekten, hoffentlich korrekten Einstellungen. Und dann schauen wir, wie das geht. Also, erstellen wir hier auch kurz einen Kurs. Also ich würde es jetzt gleich so ein bisschen machen, wie das auch ein bisschen gewünscht war. Ein bisschen ein Tutorial, nur ganz wenig, nichts Besonderes. Also wichtig ist, wenn wir Cosplay nutzen, dass wir uns, also für mich jetzt, ich mache es so, ins Feld reinstellen, dann hier die Feldposition hier nehmen und irgendwo am Rande, wo wir starten wollen, quasi den Punkt setzen. Das ist unser Startpunkt. Dann gehen wir auf Öffne und Schließe Kursgenerator. Dann stellen wir hier die Weite ein. Wir können draufklicken und das händisch eingeben. Oder wir können natürlich die Pfeiltasten nutzen. V
Fahrzeuge auf dem Kurs. Wird wahrscheinlich fast immer eins sein, außer du hast drei Drescher oder zwei Drescher, die auf demselben Kurs arbeiten. Das werden wir dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann sehen. Auf Anzahl Vorgewände, hier in dem Falle, weil es sehr breit ist, nehmen wir ein Vorgewände. Alles andere lasse ich eigentlich stehen, außer hier mit der Überlappung werde ich ein bisschen mehr geben, damit in den Kurven auch so viel wie möglich abgedeckt ist. Das war's schon. Dann generieren wir den Feldkurs. Und dann sehen wir hier, dass dieses hier schon generiert worden ist. Wir könnten, dann können wir im Prinzip rausgehen. Und dann sehen wir hier, oben sehen wir hier diesen Startpunkt. Dann dieses Pop-up hier einfach mit der rechten Maustaste aktivieren. Das heißt also, wenn das nicht da ist, die rechte Maustaste klicken, dann kommt das her. Das kann verschoben werden, wie wo ihr das gerne hättet. Dann wähle ich eigentlich zum Anfang immer den ersten Wegpunkt aus. Starte, gehe da, fahre da in diese Richtung hin. Und sobald ich da in der Nähe bin, gebe ich den Startbefehl. Das ist das hier. Also 18 Meter wäre wahrscheinlich ein bisschen knapp. Oder sogar, ja gut, das könnte stimmen. Wunderbar, dann schauen wir mal hier, wer da tätig ist, welcher Helfer uns da helfen kommt. Das sehen wir am besten, wenn man nicht im Fahrzeug sitzt. Ach, das ist Virtineda. Virtineda ist hier am Arbeiten. Herzlichen Dank für deine Hilfe hier in diesem Let's Play und heutigen Tag hier kommst du uns helfen beim Kalken. Wunderbar. Okay, dann gehen wir gleich direkt eben, wie gesagt, da ans Feld 51. Werden hier erstmal natürlich den Drescher starten. Der ist schon ausgeklappt. Werden auch gleich starten hier, das runterlassen. Und würden erstmal Cosplay das Vorgewende fahren lassen. Das, da ist es ist am besten hier. Und danach können wir dann händisch übernehmen, was das hoch und runter ist. Es ist am einfachsten hier. Damit können wir auch noch andere Arbeiten ein bisschen erledigen hier. Stopp. Ich wollte nicht den nächsten Wegpunkt, ich wollte den ersten Wegpunkt. Siehst du, dann einfach stoppen, zurücksetzen. Das ist ja nicht weit gefahren. Dann haben wir die Strohablage ist an. Muss mal gucken hier. Strohablage ausschalten ist korrekt. Das ist korrekt so. Dann erster Wegpunkt. So, jetzt nimmt er den ersten Wegpunkt und geht nicht auf die zweite Reihe rein. Das ist perfekt, wunderbar. Das ist sehr gut so. Das heißt, wir könnten dann hier den Abfahrer schon bereitstellen. Und zwar nehmen wir den modernen, den 7R, weil der ist einfach schneller beim Abfahren. Der andere ist halt ein bisschen langsam. Der hat halt einfach leider eine sehr tiefe Maximalgeschwindigkeit. Den stellen wir zurück zum Hof. Den brauchen wir erstmal nicht. Oder wir könnten warten, bis wir ein bisschen mehr in dem Abfahrer drin haben, so dass wir eben die ganzen drei Felder sammeln können. Wir brauchen da auf jeden Fall zwei Hänger für. Ja. Warum macht er nicht weiter? Oder er oder sie nicht weiter. Das ist nämlich hier Rolena, die hier am Gange ist. Jetzt geht es weiter. Vielleicht gibt es da eine unsichtbare Kollision. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Wir werden erstmal das Stroh nicht einsammeln hier, weil wir haben genügend Stroh. Klar, wir könnten es machen und dann verkaufen gehen. Das könnten wir eigentlich machen. Ist halt einfach eine zusätzliche Task. Wir müssen mal mit Herrn Ortega reden, ob das in Ordnung ist für ihn oder ob er das Stroh selber einsammeln will dann. Das ist ihm überlassen. Das kann er natürlich entscheiden, ob er das für sich behält oder ob er uns den Auftrag gibt und wir natürlich den Gewinn davon behalten könnten. Das muss er entscheiden. So, schauen wir hier rein. Da haben wir noch einen Füllstand von 38%. Das heißt, hier müssen wir dann
entsprechend unter die Arme greifen beim Holen, also beim Nachfüllen fahren. Das ist etwas, was wir, oder zumindest ich, noch nicht herausgefunden habe, wie das automatisch passieren könnte. Wir sehen hier, die 18 Meter ist wahrscheinlich ein bisschen eng berechnet, also hätte man hier wahrscheinlich 24 Meter geben können. Ist egal, wir machen es, wir wollen das ganze Feld gedeckt haben. Das ist auf jeden Fall hervorragend hier. Jochen hat jetzt zwei Jobs, wenn ich das richtig sehe. Jochen ist jetzt auf der Feld 6 und Jochen ist jetzt auch auf Feld 51. Also schön, Jochen, dass du die Fähigkeit hast, dich zu klonen und zwei zu sein. Also, dass du zwei bekommst, dass du zwei Personen bist gleichzeitig. Finde ich hervorragend. Das ist sehr effizient für unsere Farm hier. Okay, dann während dessen Moment läuft, also wir sind jetzt gerade hier unten angelangt, das heißt, wir könnten eigentlich den kurz wenden lassen und gleich zum Auffüllen holen. Ich werde hier noch kurz ein bisschen eine Einstellung machen. Ich will, dass das Gerät anheben passiert spät und das Gerät absenken früh. Ich habe bis jetzt eigentlich noch nicht großen Unterschied herausgefunden, was hier dann anders gemacht wird. Sollte eigentlich sein, dass er am Ende des Headlands, also am Ende der Hoch- und Runter-Bewegungen besser abdeckt. Das ist aber erstmal noch so dahingestellt. Bin ich ganz sicher, ob das so ist dann. Okay. Okay, dann möchten wir dem kurz starten, dass wir nicht zu viel leer fahren müssen. Das heißt, Vetinette ist erstmal in der Pause. Und dann schauen wir, ob das System dann auch direkt wieder Vetinette hier zuweist oder ob dann ein anderer Helfer hier weitermacht. Okay, das heißt, wir fahren hier mal zu diesem Kaufpunkt hin. Da haben wir unseren unterirdischen Silo, was alles verkauft, also wo wir alles kaufen können. Wunderbar, das waren so 3600 oder 3000 Euro, 3050 Euro für einmal vollmachen hier. Das geht ja. Dann heißt, wir fahren jetzt hin, wenden jetzt hier oben an nächster Wegpunkt. Also jetzt wollen wir nicht mehr zum ersten Wegpunkt zurückfahren, sondern jetzt machen wir da weiter, wo er stehen geblieben ist. Ich stelle ihn einfach dahin, wo er circa war, und dann übernimmt Cosplay hier auch wieder den entsprechenden Kurs. Okay, jetzt wollen wir gucken, wer zugewiesen worden ist. Sieht man einfach nicht gut, wenn man gerade im Fahrzeug sitzt, sieht man einfach nicht gut, wer das ist. Okay, der will hier. Ach, da stehe ich natürlich im Wege. Sorry. Okay, wir haben Rolena. Rolena hat übernommen auf Feld 12. Hervorragend, das ist eine super schöne Teamarbeit hier, die ich sehe. Das klappt ja hervorragend. Jochen ist gerade mal zu 30 Bronze voll, das heißt, den können wir noch ein bisschen machen lassen. Hier ist er auch alles in Ordnung hier am Tun, das heißt, alles in Ordnung. So, dann möchte ich ja noch mal kurz wieder einen Aspekt mit reinziehen bezüglich Geschichte, oder hier stimmt auch wieder etwas nicht, da hat er auch wieder ein Problem, also irgendwas stimmt hier nicht in der Nähe hier, das heißt, hier muss irgendein Kollisionspunkt eingebaut sein. Jetzt übernimmt er wieder. Mal gucken, ob es wieder Jochen ist oder ob jemand anderes da ist. Das ist halt ein bisschen komisch. Ich finde es zwar gut, dass man die Namen festlegen kann, aber der Zufallsgenerator nimmt dann halt einfach einen Helfer mit, der halt dann irgendwie gerade frei ist. Und das ist jetzt hier zum Glück wieder Jochen. Jochen macht gut weiter. Hervorragend, das geht ja super. Also, Aspekte, die ich einfach noch ein bisschen reinbringen möchte aus der realen Welt, ist, dass
ich ja in den vorherigen Videos immer so gesagt habe, was meine, sagen wir mal, meine Idee war, was Idaho ist, ne? Also ich habe mir klar vorgestellt, dass es eben ein sehr bergiges Gebiet ist und dass da wahrscheinlich nicht sehr viel Landwirtschaft passiert. Und ich war falsch. Ich war falsch mit dieser Annahme. Idaho hat eine sehr vielseitige Landwirtschaft. Es werden in Idaho über 185 verschiedene Fruchtarten angebaut jedes Jahr. Allem voran Gerste, wo anscheinend Idaho mit der Kapazität an der Vermelzung von Gerste, also die Herstellung von Gerstenmalz, weltweit eine der höchsten Kapazitäten aufweist. Idaho ist mit 25 Fruchtarten, die in Idaho angebaut werden, von den 185. Mit 25 Fruchtarten ist Idaho innerhalb der 10 Top-Produzenten der USA. Also klar ist ja Idaho nicht ein riesen Bundesstaat. Es ist ein kleinerer Bundesstaat und trotzdem mit seinen 25.000 Farmen, die da bestehen, also Farmen und Ranches, wird also auf 25 Fruchtarten 10% des amerikanischen Produktes, was die Landwirtschaft, was diese 25 Produkte angehen, produziert. Also einen enormen Output, was anscheinend sehr, sehr bekannt ist in den Staaten. Gut, das kann ich nicht sagen, ist die sogenannte Idaho Potato, also die Kartoffel aus Idaho, wird sogar quasi so als Rasse gehandelt. Und zwar sei es so, dass auf dieser sehr fruchtbaren Erde in Idaho eine spezielle Kartoffel wächst, die hat ein sehr festes Fleisch, also daher also knackige Pommes. Ja, auf jeden Fall eine US-weite Bekanntheit ist die Idaho-Kartoffel. Warum wird Idaho als sehr fruchtbar taxiert? Das hat vor allem damit zu tun, dass ja Idaho nahe des Yellowstone Nationalparkes ist, das ja sehr vulkanische Gegend ist, ja. Und diese Gegend, also diese fruchtbare Lava oder Vulkanerde, ist ja weithin bekannt, dass diese immer sehr fruchtbaren Boden dann hinterlassen. Und das ist hier auch nicht anders. Also hier ist sehr vulkanischer Boden, das heißt sehr mineralhaltige Erde. Und dazu kommt, dass natürlich in Idaho ein sehr gutes Bewässerungssystem besteht. Und zwar, weil natürlich eben Bergen vorhanden sind, wird direkt das Bergwasser, das klare und das saubere Bergwasser, direkt für die Bewässerung der Felder genutzt. Also einen direkten Kreislauf erstellt. Und daher also zwischen der Erde, die fruchtbar ist, plus einem guten Bewässerungssystem. Und dann sagt natürlich auch noch Idaho, dass hier eben eine hohe Anzahl von sehr qualifizierten Bauern und Hilfsleute und Menschen, die sind, die da jeden Tag täglich quasi ihre Leidenschaft oder ihr Sein in die Produktion der alimentarischen Güter für die Welt, für die USA reinstecken, dass eben also diese Kombination da aus Idaho eine der, sagen wir, sehr großen oder der größten, einer der größten Produzenten von Nahrungsmittel in den USA macht. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also ich bin da komplett falsch gelegen, dass da im Prinzip kaum Landwirtschaft stattfinden kann. Und das ist ja auf jeden Fall, das ist das, was ich herausgefunden habe beim Nachforschen. Ich finde ich sehr spannend. Also 18% des Idahos, von Idahos Bruttoinlandprodukt oder Bruttoproduktionsprodukt ist auf die Landwirtschaft direkt abzuführen und dann der zweitgrößte Anteil, also das ist der größte Anteil von Idahos Produktionsprodukt, also Bruttoprodukt, der zweitgrößte Anteil sind die direkten Nachkommen oder Abprodukte oder zum Beispiel eben, also das heißt die Produktion von Milch, die Produktion von
die Fabriken, die eben dann aus den Kartoffeln Pommes herstellen und so weiter. Dass eben also die Produktions aus der in der Alimentationsindustrie der zweitgrößte Teil ist in Idaho neben der Landwirtschaft. Und das zeigt schon, wie sehr Idaho quasi mit der Produktion von Nahrungsmitteln verbunden ist oder eingebunden ist. Sehr, sehr interessant zu sehen. Also wir hatten eine Meldung bekommen, dass Rolena hier feststeht, weil kein Kalk mehr da. Das heißt, wir werden natürlich hier unter die Armen greifen, werden da tanken gehen. Und dann kann Rolena oder der andere, der nächste Helfer hier weiterfahren, dieses Landstück zu bemalen, weiß zu bemalen. Finde ich schön. Während der Helfer Jochen jetzt zu 70% Marsch, also voll ist. Das heißt, also wir kriegen das ganze Feld da rein. Das heißt, es ist hervorragend. Das ist ja cool. Dann können wir nämlich dann gleich zum nächsten Feld fahren. Und da müssen wir halt gucken, wie wir es dann machen. Damit wir einfach die drei Felder gemeinsam ernten. So, dass wir dann einfach entsprechend dann abladen gehen können. So, okay, kaufen wir weiter Kalk ein. Also einen vollen Tank ist in 3.455 Euro. Sind aber gute, knappe 20.000 Liter. Also das ist schon ein angenehmer Preis, der hier verlangt wird. Das ist Kalk also nicht teuer ist. Wir sind halt hier noch nicht so weit, dass wir gleich selber dann Kalk produzieren können. Vielleicht kommt das dann in der weiteren Zukunft noch dazu. Okay, dann kann jetzt weitergemacht werden hier. Und ich weiß jetzt nicht, wer hier jetzt eingestiegen ist. Das ist leider nicht gut ersichtlich. Jochen steht wieder fest hier oben. Das ist irgendein komischer Punkt da. Das ist nicht passiert. Ah, es ist wieder Rolena, die hat wieder übernommen. Das heißt, wir machen hier, helfen hier dem Jochen über den Berg. Und dann könnte man das jetzt eigentlich manuell weitermachen hier, weil das ist alles andere ist im Gange. Ich glaube, die bringen wir noch rein. Also die beiden Bahnen, die kommen da noch rein. Das glaube ich, das passt. Auch wenn wir aufgrund dessen, dass wir die drei Aufträge angenommen haben, wahrscheinlich dann nichts an Ernte dann gut behalten können, weil es eben ein bisschen komisch ist hier, dass eben nicht, dass es schade ist, dass wir nicht sagen können, für welchen Auftrag wir jetzt gerade abladen oder ja, verkaufen. Dass es einfach das System macht, das ist schade. Dass wir sagen, okay, wir liefern jetzt die Menge für dieses Feld ab und dann, sobald das voll ist, kommt das nächste. Weil wir, wenn wir jetzt hier drei Felder haben mit derselben Frucht, dann wird das System zum Beispiel erstmal für das Feld 23 abladen, ohne dass wir da überhaupt schon geerntet haben. Das ist ein bisschen doof. Aber vielleicht gibt es dann einen Modder, der das noch machen kann. Weiß es nicht. Okay, das Feld haben wir schon fast fertig. Wir können doch, wenn wir es eh nicht abschließen, den Auftrag, könnten wir trotzdem jemand herschicken, der hier die Strohballen presst. Das ist ja egal. Ich meine, das ist ja nicht so wichtig. Wir können ja nebenbei laufen. Kostet einfach nur ein bisschen an Helfergeld. Aber ansonsten ist es ja nicht ein großes Problem. Also, ich werde dann jetzt dann gleich, wenn wir hier fertig sind, zum Abladen und so fahre ich zurück zum Abtanken. Und danach werden wir dann zum Feld 51 rüberfahren. Ich möchte auch danach noch ein bisschen mich darauf beziehen, was an Kommentaren gekommen ist in den letzten paar Kapiteln.
Ich muss halt diese Kommentare ein bisschen zusammenfassen, weil ich ja manchmal auch ein bisschen Kapitel vorbereite und danach dann später kommen. Also ich werde auf jeden Fall dann irgendwann immer wieder auf, also immer auf einen, auf euren Kommentar eingehen, aber vielleicht nicht gerade in den folgenden, in der folgenden Ausgabe oder Kapitel, sondern dauert halt dann eventuell ein bisschen länger. Man muss halt einfach ein bisschen Geduld haben. Ich werde danach sicher noch eben darauf Bezug beziehen und ansonsten wäre es dann im nächsten Kapitel. Denn wir haben viel Arbeit, weil hier hat Rolena uns einen Funkspruch gemacht, dass sie fertig ist mit dem Kalken. Das heißt, wir könnten im Prinzip hier voll machen und gleich den schon bereitstellen zum Feld 6. Ich will eh alles kalken, weil es eh ja, vonnöten ist. Es wird verlangt, es wird gesagt, es muss gekalkt werden. Das können wir machen. Dann können wir hier auf jeden Fall jemanden losschicken mit einem Flug, mit einem Grober. Ich würde sagen, wir schicken hier jemanden los mit dem Grober. Weil ich glaube nicht, dass gepflügt werden muss. Könnte natürlich ein Problem sein, weil wir dann später mehr Unkraut bekommen. Okay, wir stellen den mal trotzdem hier auf den Fuhrpark, weil die könnten sich einfach dann im Wege stehen. Das ist nicht so schlimm, das ist ja nicht weit weg, wir sind ja nahe dran. Also wir schauen uns mal an, Feld 12, wegen ob da jetzt gepflügt werden muss oder ob das reicht, ob wir, dass wir da gruppen, Feld 12. Beschaffenheit für das Feld 12. Ich bin so gespannt auf dieses Precision Farming, was da angekündigt worden ist gestern von Giants. Da bin ich sowas von gespannt darauf. Also gepflügt werden muss nicht. Das heißt, wir können einfach Grubbern fahren. Schauen wir mal an, was unsere Grubber für eine Leistung brauchen. Grubber, den hier, der braucht 250 PS. Dann haben wir hier, nehmen wir doch einen großen Trecker heute. Nehmen wir mal 250 PS, der ist ein bisschen stark. Nehmen wir den raus. Den 8960er, nehmen wir den raus, damit wir da den ein bisschen bewegen. Das ist der hier, glaube ich. Genau. Nehmen wir den raus, dann kann der Grubbern gehen. Also ihr seht, es gibt viel Arbeit hier, sehr, sehr viel Arbeit. Also deswegen bin ich sehr froh, dass hier die Mitglieder der Kooperative einfach verfügbar sind, zu helfen, wenn Not am Mann ist. Und ja, wir werden einfach sehr vieles hier dann eben mit Hilfe machen müssen, weil wir, wie gesagt, eben hier sehr aktiv sein müssen, damit wir überhaupt unsere Rechnungen bezahlen können. Okay, dann fahren wir damit mal zum Feld Nummer 12. Dann können wir nämlich den Auftrag geben zu Grubbern, weil der ist ja nämlich ein bisschen beschäftigt. Da müssen wir nicht immer das Auge drauf haben. Dasselbe mit Jochen, der am Grubbern, der am Mulchen ist. Da müssen wir auch nicht immer dranbleiben. Beim Ernten ist das ein bisschen anders und beim Kalken auch, weil man halt da immer ein Auge drauf halten muss, dass eben der entsprechende Tank voll ist und beim Dreschen halt das immer abgefahren wird. Also hier, die können wir machen lassen, die können wir ziehen lassen und da haben wir danach nichts mehr groß zu tun. So. Das sollte auch vom Gewicht her kein Problem haben, das ist ein sehr schwerer Traktor. So, wunderbar. Dann hier Job erstellen. Vielleicht gibt es da sogar schon einen Job. Das ist Feld 12. Flügen. Nein, gibt es nicht. Das heißt eben erstellen. Job erstellen. Freie Fahrt. Nein. Feldarbeit. Genau. Dann machen wir hier das so hin. Öffne Kursgenerator. Was haben wir hier? 7,5 Meter. Das könnte hinkommen. Machen wir Vorgewende. Machen wir hier
3 oder sogar 4, weil ich glaube, der Trecker hat nicht so einen guten Wenderadius. Deswegen ein bisschen länger Platz geben. Das sollte auf jeden Fall passen. Dann klappen wir das mal auf und dann fahren wir mal dahin. Schauen wir noch mal rein, was der Gruber überhaupt für eine Weite hat. Also 7,5 Meter, das hat also gestimmt. Das ist alles hervorragend. So, dann leihen wir den ab, richten wir den aus. Wir können hier schon runterlassen. Ne, falsch, das war falsch. Ich wollte runterlassen. Dann erster Wegpunkt hier wieder. Dann los geht's. Dann kannst du loslegen. Okay. Dann speichern wir den auch ab. Und zwar Kurs speichern zum Feld 11. Ich hatte es hier fälschlicherweise als 11 betitelt. Ist egal. Also hier Robben. Und zwar das 11. Okay. Das müssen wir dann ändern, wenn es halt dann die 11 auch zu uns gehören sollte. Dann irgendwann. Mal, also hervorragend. Dann gehen wir zurück auf Feld 51, damit wir das beenden können. Der ist abgetankt. Das ist hervorragend. Dann schauen wir mal, wer jetzt hier am Feld 12 am Arbeiten ist. Das ist Carmen. Carmen ist hier am Arbeiten. Hervorragend. Dann fahren wir den Drescher gleich los, laden den ab. Nehmen das Schneidwerk runter, fahren direkt rüber zum Feld 56, glaube ich, ist das dann. Dann könnt ihr nämlich da gleich fortfahren. Okay, ich glaube, das könnte so hinhauen, so. Ja, das sieht nicht schlecht aus. So ein bisschen vorfahren, nicht zu weit. Dann müssen wir die Zapfwelle erstmal lösen. Und dann laden wir den ab und fahren zurück. Und dann wird es eingehängt. Das ist hervorragend. Gut, okay, wunderbar. Dann fahren wir mit dem mal schon zum Feld 56 rüber, glaube ich, wenn ich noch mal den Auftrag angucke. Genau, 56 ist das nächste Feld und danach am Schluss die 23. Wunderbar, dann fahren wir jetzt zum 56 rüber. Und ich sehe, die Zeit rast. Also wir sind schon fast wieder so weit, dass ich jetzt hier dann das Kapitel beenden muss. Ich würde mir dann jetzt halt vorbehalten, dass ich die Kommentare, die hereingekommen sind, dann in das nächste Kapitel reinnehme. Entschuldigt mich bitte dafür. Hier geht es einfach die Zeit schon mal aus. Deswegen, also werden wir das im nächsten Kapitel machen. Dann werde ich im nächsten Kapitel gerade vielleicht historisch gesehen nicht weiter etwas erzählen, sondern mich erstmal auf die Kommentare konzentrieren. Es ist einfach nicht möglich, alles in 30 Minuten reinzubringen. Also irgendwie müssen wir auch hier über das sprechen, was hier vorgeht. Und dann kommen eben dann die Aspekte, die ich noch reinbringen will, eben die Geschichte und aber eben auch die Kommentare. Es ist einfach schwierig, alles in 30 Minuten reinzubringen. Ich möchte schon einfach, dass diese Kapitel nicht zu lang werden. Also wir stellen den jetzt mal zum Feld 56 rüber und damit hat es sich schon. Dann holen ich noch die beiden Abfahrer rüber und würde dann eben das Kapitel beenden. Ich möchte auch mich auf jeden Fall schon jetzt bedanken wieder fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bitte lasst mir doch einen Daumen da, falls ihr denkt, dass dieser Inhalt cool und interessant ist. Und B, falls ihr einen Kommentar hinterlassen möchtet, wo ihr mir Ideen gebt, wo ihr eventuell auch eine konstruktive Kritik abgibt, dann bitte gerne in die Kommentare rein. Lasst den Daumen da. Und natürlich auch das Abo. Wie gesagt, falls ihr keine weiteren Kapitel-Episoden verpassen wollt, dann, wie gesagt, der Daumen ist der richtige Weg, weil es gibt nicht nur diesen Inhalt hier, den wir hier produzieren für euch,
sondern eben auch die täglichen oder fast täglichen Mod-Videos von den Mods, die täglich im Giants Mod Hub freigegeben werden. Wir haben auch eine Serie von Livestreams, wo wir auf der Oldstream Farm mit Oldtimer Equipment spielen. Das wird sich dann auch zu einem Mitmach-Stream oder Let's Play quasi dann weiterentwickeln. In der Zukunft, da werdet ihr also dann mitmachen können. Genauso wie hier werden wir dann einen Tag der offenen Tür pro Monat oder sowas installieren oder organisieren, damit die Leute, also ihr hierher kommen könnt, mitmachen könnt, die Maschine fahren könnt und natürlich auch einfach eine gute Zeit zu haben. Ja? Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das hier so stehen und dann würde ich das Kapitel jetzt beenden. Bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.